Liebe Dampflok-Freunde, endlich ist es wieder soweit. Am Samstag, den 12. September 2020, fuhr die 52-48-67 das erste Mal nach der Corona-Pause wieder auf der Hafenbahn in Frankfurt. Nachdem wir die Lok seit Ende Dezember bei ihrer Sonderfahrt zum Limburger Christkindlmarkt nicht mehr gesehen haben, konnten wir sie heute bei bis zu 30 Grad auf der Museumseisenbahnstrecke am Frankfurter Mainufer in Aktion erleben. Zwischen 12 und 18 Uhr pendelte die Güterzuglok zwischen Eisernem Steg und Ostbahnhof am Main entlang. Zusätzlich zur 52-48-67 fährt am anderen Ende des Zuges die Diesellok V36-406 mit. Der Verein Historische Eisenbahn Frankfurt betreibt diese Strecke in Kooperation mit der Städtischen Hafenbahngesellschaft.